An vielen Orten fühlt es sich ja so an, als gäbe es gar kein Corona mehr. Dicht an dicht beim Schlangestehen, im Freibad oder beim Tanzen in den Clubs, ohne Maske, ohne Test. Die meisten Schutzmaßnahmen, die sind ja im Frühjahr weggefallen. Das tut natürlich gut nach der langen Zeit der Einschränkungen. Aber Fachleute sehen da auch Schattenseiten. Denn seit es keine Tests mehr vorgeschrieben sind, ist der Überblick über das tatsächliche Infektionsgeschehen schwieriger geworden. Hier war es auch schon mal voller. In diesem Hamburger Testzentrum wurden Anfang des Jahres 10-mal mehr Tests durchgeführt als heute. Ich bin da in echter Sorge, weil viel zu wenig getestet wird, fast gar nicht mehr PCR getestet wird. Und ich denke, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir das ändern können, wie wir verhindern können, dass wir in einem möglicherweise heißen Herbst wieder Leute ausschließen müssen vom Testen. Da müssen wir kluge Ideen haben. Wir brauchen Echtzeit, Übermittlung von Zahlen. Bundesweit nahmen PCR-Tests bis Juni von wöchentlich 2,5 Millionen auf 500.000 ab. Seit 2 Wochen wird wieder etwas mehr getestet. Nur die positiven Ergebnisse landen in der Statistik. In diesem Hamburger Labor steigt die Positivrate wieder an bei insgesamt viel weniger Tests. Die Corona-Dunkelziffer deshalb wohl hoch. Es gibt so eine Sommerwelle, die auch die Politik erkannt hat. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir die Menschen, die krank sind, schwach sind, alt sind, dass wir die schützen. Ich erlebe eigentlich die Bevölkerung als sehr vorsichtig und differenziert. Klar, die jungen Menschen gehen wieder feiern. Aber grundsätzlich, wenn jemand Halsschmerzen hat, dann setzt er die Maske auf. Und so soll es sein. Nicht mehr alle Fälle kennen und nachverfolgen, so will es die Politik. In dieser Phase der Pandemie geht es nicht mehr darum, jeden einzelnen Fall staatlich zu erfassen oder in jedem einzelnen Fall Kontakte nachzuvollziehen, sondern in dieser Phase, in der wir jetzt sind, geht es darum, dass man sich selbst isoliert, wenn man bei sich selbst feststellt, dass man infiziert ist. Richtig aussagekräftig ist die Inzidenz nicht. Immerhin deutet sie an, ob sich die Zahlen allgemein hoch oder runter entwickeln. Und angesichts dieser unsicheren Datenlage bei immer mehr Corona-Fällen wird die Kritik an der Bundesregierung lauter. Der Bundesverband der deutschen Industrie wirft der Politik vor, seit 2 Jahren auf der Stelle zu treten. Vor allem wächst die Sorge vor einem starken Infektionsanstieg im Herbst. Bundesgesundheitsminister Lauterbach verteidigte im ARD-Morgenmagazin aber seinen Kurs. Im Gespräch mit Michael Strempel erklärte Lauterbach, dass die Corona-Infektionslage trotz unsicherer Datenlage noch zu überblicken sei. Ja, wir kennen ja ungefähr die Dunkelziffer, das ist ja über das Robert-Koch-Institut also gut vorbereitet gewesen dahingehend. Wir rechnen jetzt damit, dass von den Fällen, die wir haben, noch einmal die gleiche Zahl nicht erkannt wird, sodass wir eine Dunkelziffer von 50% haben. Wenn Sie auf einer solchen Datenlage jetzt planen müssen für den Herbst, da gibt es immer eine Menge Interpretationsspielraum. Sind Sie sich denn sicher, dass Sie ausreichende Grundlagen für Entscheidungen haben? Wir brauchen bessere Grundlagen im Krankenhaus. Daran wird auch gearbeitet. Wir haben ja diesen 7-Punkte-Plan vorbereitet. Einer der Punkte ist, dass wir tagesaktuell aus den Krankenhäusern die Zahlen bekommen, wie viele Menschen mit Covid werden behandelt, wie viele werden auf den Normalstationen, auf den Intensivstationen behandelt, wie viele sind positiv, wie viele Betten sind noch frei, wie viele intensivmedizinischen Betten können betrieben werden. Diese Daten wollen wir jetzt im Herbst erstmalig Daten genau tagesaktuell bekommen. Sie sprechen an einen Plan, den Sie für den Herbst schon vorlegen wollen. Jetzt sagt aber der FDP-Justizminister Buschmann, Moment, also solange das Expertengremium nicht ausgewertet hat, wie die bisherigen Maßnahmen waren, verhandeln wir über gar nichts. Sind Sie sich denn da jetzt schon einig, dass Sie jetzt was vorlegen können? Also von diesen 7 Punkten ist nur ein einziger Punkt davon abhängig, was jetzt mit der FDP verhandelt werden muss. Und nicht nur mit der FDP, natürlich auch mit den Grünen, wie man das Infektionsschutzgesetz weiterentwickelt, also welche Kontaktbeschränkungen. Es gibt auch Masken getragen werden können und so weiter. Das werden wir einvernehmlich in den nächsten Wochen regeln, wenn dieses Gutachten vorliegt. Aber die 6 anderen Punkte, die sind vollkommen unabhängig davon und die werden schon vorbereitet. Zum Beispiel das Impfkonzept, das Testkonzept, was wir eben ansprachen, dass wir bessere Daten früher bekommen, besserer Schutz der vulnerablen Gruppen, also in den Pflegeeinrichtungen, aber auch, dass wir die Medikamente besser einsetzen, die wir haben. Also alles regeln, mit denen man die Sterblichkeit und auch die schweren Verläufe deutlich senken kann. Jetzt haben Sie Impfkonzept gerade angesprochen. Es gibt aber noch gar keinen neuen, an die Varianten angepassten Impfstoff. Ist es nicht sinnvoll, mit einer neuen Impfung, mit einer weiteren Impfung zu warten, bis dann im September
neue Impfstoffe kommen vielleicht? Also wir haben ja wirksame Impfstoffe, die wir jetzt auch anbieten können, die auch für ein paar Monate das Risiko der Ansteckung reduzieren und sehr stark das Risiko eines also schweren oder tödlichen Verlaufs also beeinflussen. Wir haben zum Beispiel gesehen bei dieser Variante, die wir jetzt haben, der BA5-Variante, die sich immer mehr durchsetzt, die in Portugal schon früher gekommen ist, sind von denjenigen, die älter sind und die also schon die vierte Impfung hatten, nur ganz, ganz wenige gestorben. Das ist also ein sehr guter, ja fast vollständiger Schutz. Also somit können wir selbst die Impfungen, die wir jetzt schon haben, sehr gut empfehlen. Und das tue ich auch eben, weil was hilft einem eine Impfung, die im Herbst kommt, wenn man in der Zwischenzeit schwer erkrankt und bedauert das dann nachher. Ab wann empfehlen Sie denn eine vierte Auffrischung? Also hier sind die Regeln der STIKO zunächst mal zu beachten, ab 70, also und diejenigen, die vulnerable Gruppen sind und diejenigen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Ich bin aber selbst auf der Grundlage der Studien, die es gibt, auch überzeugt, dass diejenigen, die 60 Jahre alt sind, und die meisten von denen haben ja Risikofaktoren, selbst der Bluthochdruck ist ein Risikofaktor, Fettstoffwechselstörungen und so weiter, dass man ab 60 eigentlich also schon die vierte Impfung gut empfehlen kann. Das ist aber dann immer eine Frage auch des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Also man muss unterscheiden, die STIKO ist eine allgemeine Empfehlung, aber was zu tun ist, entscheidet der einzelne Arzt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ein neues Infektionsschutzgesetz muss noch abgestimmt werden. Gerade mit der FDP gibt es da immer großen Diskussionsbedarf, was verpflichtende Maßnahmen angeht. Besteht da die Gefahr eines Ampelsommertheaters um die Frage beispielsweise Maskenpflicht oder nicht? Nein, das wollen wir unbedingt verhindern. Ich glaube, wir werden einen guten Kommissionsbericht bekommen. Wir werden uns dann sehr schnell einigen. Das Drama, auf welches jetzt alle warten, wird ausbleiben, sondern wir werden uns einvernehmlich und auch schnell einigen. Und wir werden also für den Winter viel besser gerüstet sein, als das der ein oder andere jetzt vermutet. Ich kann sehen, dass da der ein oder andere jetzt noch Sorgen hat, was beim letzten Mal nicht so reibungslos ging. Aber jetzt wird wirklich gut und vertrauensvoll verhandelt.